Hallo. Und zwar komme ich jetzt zur späten Stunde nochmal kurz live, weil jetzt wieder mein Sensi-Club abbekommen ist, allerdings noch vom letzten Monat. Ich glaube, der Bearbeitungstag vom Sensi-Club ist da, war das der 20., 21., 24., relativ spät und es dauert dann immer 2 Wochen, bis es ungefähr dann verschickt wird. Und jetzt habe ich hier die Wiff-Box vom letzten Monat. September war das dann, genau. Also die September-WIF-Box habe ich jetzt auch endlich mal gekriegt, genau. Und die packe ich mit euch zusammen aus. Als die beim Oktober, die natürlich sage ich jetzt nichts, aber die wollen sich ja mal überraschen lassen. Aber dass ich euch mal zeigen kann, was in so einer Überraschungsbox drinnen ist. Die kostet immer 42 €. Und ist immer ein Überraschungspaket, immer mit ausgewählten Produkten. Jeden Monat was anderes. Hallo Anna-Katharina. Und ihr habt immer einen Mehrwert drinnen. Also wer Überraschungen liebt und immer sparen will und einen Mehrwert will, der kann sich immer die Wiffbox holen. Also hier steht sogar auch dran, Wiffbox September. Also könnt ihr auch aufmachen. Also das ist keine Überraschung für euch. Und zwar fand ich das richtig toll. Ihr habt natürlich schon reingespitzelt, was da alles drinnen ist. Ihr habt natürlich auch die Chance im Sensi Club, wenn ihr ein Sensi Club Abo habt. Und ab 42 € bekommt ihr im Sensi Club 10% auf die komplette Bestellung. Und bei 85 € kriegt ihr sogar einen halben Preisartikel. Also das ist die einzigste Chance, sich die Wiffbox zum halben Preis holen. Dann zahlt man anstatt 42 € nur 21 € und dann hat man so ein prallgefülltes Überraschungspaket. Das ist halt echt cool, dass es sowas gibt und dass man da auch günstiger hinkommen kann. Genau, und es haben jetzt auch echt viele so einen Sensi-Club gemacht. Man ist so flexibel, man kann sich das monatlich, alle 3 Monate zukommen lassen. Und das Beste ist halt mit diesen Bars. Man kann sich die Düfte sichern und die werden dann weiter nur für dich selber produziert. Und da habe ich zum Beispiel diesen Vajana-Duft drinnen. Oh, und der ist so schön. Und ich freue mich schon voll, weil ich habe ja Pua, das kleine Schweinchen, bestellt, damals vorbestellt. Das dauert, hat damals ja vor einem halben Jahr war das ungefähr. Und jetzt hat im November, müsste es dann Ende November glaub, kommen. Und dann habe ich mein Pua-Schweinchen, so süß. Genau, aber oh, da freue ich mich schon voll. Ihr wollt die unbedingt haben. Also ich für mich. Luca freut sich dann bestimmt auch. Aber ich will unbedingt Pua, das Schwein haben. Das schaut so süß aus. Also ich bin schon gespannt, wenn ich den das erste Mal in der Hand habe und knuddeln kann. Und das ist halt das Geile am Sensi Club, wenn man einen Lieblingsduft hat, wo man nicht mehr missen will, dann kriegt man eben diese Bars weiterhin. Und da kann man aussuchen, manche machen es jeden Monat, manche machen es alle 2 und manche machen es alle 3 Monate. Ihr könnt es jeden Monat kündigen, ihr könnt es einmal mehr, könnt ihr es überspringen und ihr könnt es sonst jeden Monat umändern von 1, 2 oder 3 Monaten. Also das ist gar kein Problem. Es kommt auch immer so eine Erinnerungsmail. Und da steht dran, dass ihr Sensi-Club wieder kommt am so und so vielten und dann hast du immer nur 6 Tage Zeit, da was umzuändern oder das zu kündigen oder auf 2 Monate zum Umändern oder 3. Also da ist man total flexibel und das finde ich eine richtig coole Sache. Und vor allem, ich kriege noch meine Lieblingsdüfte weiterhin. Ihr habt 2 Stück, das ist jetzt die von meinem Mann und 1, was ich habe. Ich habe es jetzt so umgeändert, dass ich es nicht mehr jeden Monat habe, sondern nur alle 2 Monate. Weil ich habe dann die Düfte sammeln sich dann irgendwann und dann denke ich, okay, brauchst jetzt nicht wirklich jeden Monat so viele Düfte, kann ich gar nicht verdüfteln, weil ja immer wieder was Neues dazukommt. Und jetzt mache ich es nur noch alle 2 Monate, dann kommt einmal das von meinem Mann und einmal kommt das von mir. Genau, da hat jeder eine Wiffbox dabei. Da mache ich nur schnell die Bars, bevor ich zur Wiffbox komme. Also ich habe einmal den Vajana-Duft, dann habe ich Rockin Ruby Ratz, mein Rubbel die Katz-Duft, oh, der ist so geil, den werde ich jetzt dann auch ins Bad auswechseln. Oder auch hier im Esszimmer habe ich auch schon überlegt, das ist so ein geiler fruchtiger Duft. Und der ist so angenehm, so fruchtig, frisch. Boah, einfach auch so gute Laune Duft. Also ich liebe den Duft total und da wird es auch wahrscheinlich gleich 2 Würfel komplett, gleich volle Ladung geben. Der ist so, so gut, der Duft. Dann, ja klar, hier im Sensi Club Abo sind nur meine guten Düfte. Dann ist einmal Beach Daisy drinnen. Hi Nathalie, das ist einer meiner Lieblingsdüfte im Sommer gewesen. Oh, und der hat so was Angenehmes, Zartes. Der hat auch was. Also, ich habe immer so fruchtig, frisch, süß. Ist voll mein Ding. Oh, also, der ist voll lecker.
bei diesen Bring Back My Bar-Düften, die gab es ja mal für kurze Zeit zurück. Und dann habe ich die Chance gleich genutzt, erstmal ausgetestet. Hi, Erwin. Und dann habe ich gedacht, boah, der ist so lecker, den brauche ich weiterhin. Und da konnte ich mir den echt in den Club-Abo mit reinlegen und super. Und ich kriege den extra für mich, wird der noch produziert. Finde ich echt eine geile Sache. Oh, der ist so gut. Oh, vor allem, ich will nicht nur herbstige Winterdüfte haben. Ab und zu in einem Raum brauche ich nur irgendwas Sommerliches oder was Frisches. Voll gut. Dann ist noch der Go Glam drin. Der war auch so von den Bring Back My Bar Düften. Genau wie bei dem Rocking Ruby Ratz. Ich glaube, da kamen 10 Düfte zurück für kurze Zeit. Und dann hätte man sich entweder so einen Vorrat anlegen können oder sich im Club die dann noch sichern. Oh, das ist dieser so angenehme. Der ist so ein bisschen parfümmäßig, Go Glam, also der ist so angenehm, femininer Duft. Ich glaube, ist da irgendwas so mit Kirsche oder Moschus? Also so ein angenehmer, wohl, so ein einmummeliger Wohlfühlduft. Ach, der ist auch so gut. Das Gute ist, hier sind die Dinger mal ab, dann kannst du mal gleich riechen. Genauso, das war auch, da habe ich voll zugeschlagen. Da waren so viele tolle Düfte dabei, Bring Back My Bar. All halbes Jahr kann man sich immer Düfte zurückwählen. Da wird dann abgestimmt und das war auch einer von den Düften. Coconut Vanilla Orchid. Also Kokosnuss, Vanille und so Orchidee, also so leicht blumig. Kokosnuss so das Cremige und Vanille so was Zartes. Und den mochte, also der ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich weiß sogar, ob ich den zuerst bestellt habe, aber dann hat eine Kollegin von mir beraten und gesagt, der ist so lecker, du musst den probieren. Und was soll ich sagen, der war so gut. Also zuerst hat er, boah, ganz schön intensiv. Also ich fand ihn intensiv. Aber vielleicht ist auch das leicht blumige. Aber für das, dass ein blumiger Duft ist und ich das blumige nicht so mag, boah, ich finde, der hat was. Und den kannst du ins Wohnzimmer, den kannst du ins Eingangsbereich. Das ist, ich finde, das ist der perfekte Duft so. Zum Abschalten, runterkommen, nach so einem anstrengenden Tag. Das ist einfach wie Heimkommen. Also der Duft, der ist echt geil. Der ist halt komplett was anderes mal. Ich kann das nicht beschreiben. Dieses gewisse Etwas. Den muss ich auch. Das sind wieder lauter Düfte, wo ich wieder reintun muss. Der wird wieder gewechselt. Also auf alle Fälle muss der mal wieder gewechselt werden. Der Coconut Vanilla, den Rubbeli Katzduft, Rockin Ruby Ratz und der Beach Daisy. Die drei unbedingt. Go Glam hat die erst drinnen. Drum kann ich da noch warten. Also Coconut Vanilla Orchid, mega leckerer Duft. Dann habe ich noch Hibiscus Pineapple, der war auch aus dem Sommerding, den haben auch meine Kunden voll geliebt. Der ist dann auch mit Hibiskus und Ananas. Deshalb bin ich so viel jetzt riech. Ja, aber das war so ein Duft, wo ich mir so unsicher war, wo ich dachte, ich tue mal lieber einen Club rein. Aber ich denke, dass ich den jetzt raustun werde, weil ich brauche da nicht so viele von dem und ich denke, der wird jetzt den nächsten Monat dann mal rausfliegen. Weil ich habe bestimmt jetzt 4-5 Stück schon von dem und das reicht mir dann. Also das ist nicht mein super absoluter Favoritenduft. Ich habe nur gedacht, meine Kunden, wenn sie den dann doch mal nochmal mögen, auch dann hat man nochmal da, schau, hast du den Duft noch da? Genau, habe ich den mal nur sicherheitshalber rein. Aber da habe ich jetzt eh noch was übrig und ich denke, der wird jetzt das nächste Mal rausfliegen. Kommt ja immer wieder neue limitierte Sachen oder jetzt die Weihnachtskollektion, wenn mir da was absolut umhaut, dann habe ich wieder Platz, wieder was Neues hinzuzufügen. Dann was ganz Frisches, Maker Splash. Den habe ich gerade, wo habe ich den rein? Den habe ich im Wohnzimmer rein. Genau, im Wohnzimmer habe ich Maker Splash. Das ist ein absolut frischer Duft, also Frische pur. Ja. Also richtig, wie wenn ich Fenster aufreiße, frische Luft reinlässt, am See oder Meer oder irgendwas. Da hast du dieses frische Brise. Oh, das ist absolut so frische pur und den finde ich richtig lecker. Vor allem, weil er nicht dieses Salzige so hat wie bei der See. Der hat ja dann dieses Salzige. Das ist so mal mag ihn, mal mag ihn nicht. Und Make a Splash, das ist frische pur, wenn ich was ganz Frisches einfach nur will. Der ist mega. Genauso wie Mad for Melon, den habe ich mir auch noch gesichert. Mad for Melon, der war auch frisch und dieses Melonige. Ja, genau. Also ist auch richtig frisch und Melone, oh, das ist wie wenn im Sommer echt draußen sitzt, ein heißer Tag ist und dann isst du eine Wassermelone und das ist frisch, saftig, lecker. Ach,
Ah, lecker. Nee, also Matt for Melon ist auch, also den liebe ich auch, der bleibt auch noch drinnen, genauso wie die anderen, außer dieser Hibiscus Pineapple. Genau, dann Give Me Passion Flower, der war auch bei der Bring Back My, also da habt ihr echt so gute Düfte zurückgequält, die kannt ihr ja auch alle noch nicht. Give Me Passion Flower, den habe ich jetzt oft im Bad immer gehabt und im Schlafzimmer auch. Oh ja, aber der ist sehr intensiv. Der hat so was Blumiges, Fruchtiges. Der hat so. Was könnte denn das sein? Ach, der ist richtig lecker, angenehm. Den haben mich zuerst überlegt, soll ich den überhaupt in den Club reintun oder nicht? Und mein Mann hat gesagt: Boah, der ist so lecker, den darfst du ja nicht raus und der liebt den Duft auch. Das ist so. Auch wieder so blumig, fruchtig, frisch, obwohl ich blumig nicht so mag, aber der passt auch, also der passt Bad, Küche, Schlafzimmer, Eingangsbereich, Gästeklo, überall. Oh, der ist voll der angenehme Duft. Den habe ich auch, glaube ich, habe ich den in meiner Open House Party auch gehabt. Also der war richtig lecker, das hat man gleich richtig gerochen, haben alle und gesagt, ah, was riecht da so gut? Das war dieser Give Me Passion Flower. Dann haben wir noch mein absoluter Sommerfavorit aus der Sommerkollektion neben dem Beach Daisy. Also das waren die beide, wo ich richtig gern mochte. So, Beach machst du Daisy. Video? Ja, ich mache ein Video, mein Hab ich Schatz. schon gehört. Ah, hast schon gehört. Blue Agave Melon. Also auch wieder Melone. Ich liebe Melone, ich liebe fruchtig. Blue Agave Melon. Den habe ich auch als Pott. Also den Blue Agave, den habe ich als Duftarmband, als Pott, den habe ich als alles gehabt. Habe ich den als Duftsäckchen, also eigentlich alles, was es davon gegeben hat. Ich weiß gar nicht, hat es da Duftsäckchen gegeben? Also ich habe jedenfalls alles in dieser genau, Seife habe ich auch noch gehabt. Also alles, ich kriege es ja gar nicht auf. Mein Blue Agave, jetzt hat. Den habe ich auch im Auto jetzt ewig immer gehabt, diesen Blue Agave Melon. Ah, der ist so schön. Das ist Sommerfahren, Wie viel Sommer-Cabrio fahren. Was? magst du Marzipan und wie viel magst Oh ja, ich mag Marzipankartoffeln, bevor sie aus sind. 3 Stück? du? 3 Stück. Ja, 3 Stück, bitte, bevor sie weg sind und meine Jungs die zermampfen. Das sind ganze Die Marzipankartoffeln. sind mit Orange. Oh, echt? Habe ich da gar nicht aufgepasst heute. Haben wir heute gar nicht aufgepasst, die haben nämlich heute gekauft. Oh, heute einkaufen. Dann mag ich erst mal eins probieren. Mit Orange? Echt mit Orangengeschmack, Schatz. Oh, stimmt. Na, könnt ihr die essen. Also sind zwar okay, aber ich mag die normalen lieber. Habt ihr halt aufpasst. Jetzt esse ich hier Mido. Aber lecker. Der hat mich voll an Cabrio-Fahren erinnert im Sommer. Mit guter Musik, sitzt im Cabrio, die Sonne scheint, die Haare wehen im Wind. Und darum habe ich mir den als Pott dann unbedingt geholt. Und auch als Duftarmband, ich habe immer gerochen an der Ampel. Oh, hab ich habe Duft im Auto, Duft am Armband. Oder wenn ich beim Lidl beim Kassieren war, habe ich immer meinen Duft gehabt. Genau. Also trinken. Genau, also das waren die ganzen Bars. Dann kam ja die Whiffbox. Und zwar war da drinnen einmal mein aller Lieblings Winterduft. Und zwar Winterberry Apple Tea. Als Scentcircle, also die könnt ihr reinhängen ins Auto. Ihr könnt es in den Speis hernehmen. Ihr könnt es in den Wäscheschrank, also in den Wäscheschrank, Klamottenschrank halt reinhängen, genau. Also die haben es sonst eigentlich immer im Auto. Aber ich kenne viele, die wo den auch in Speis einfach reinhängen, dass es da einfach gut riecht. Winterberry Apple Tea ist mein Favorit, unbedingt als Bar kaufen. Winterberry Apple Tea und Christmas Cottage. Die zwei sind die absoluten besten Düfte, also für Herbst, Winter oder halt jetzt für Winter, Weihnachtszeit. Also Winterberry Apple Tea, Christmas Cottage. Guckt auch rechtzeitig. Letztes Jahr, Oktober, bin ich ja eingestiegen. Oktober, November, Dezember. Die Lampen waren alle fast ausverkauft. Die ganzen Düfte waren fast ausverkauft. Das war echt nochmal feierlich. Und das hatte dann 2, 3 Monate verstaut, bis das alles wieder nachproduziert worden ist. Also, wenn ihr Weihnachtssachen wollt, 2, 2,5 Wochen ist gerade Lieferzeit. Das ist gerade nach dem Bestellen echt
Also rechnet mal zwischen 2 und 3 Wochen, die sind gerade echt schwer dran, weil das ist so ein Riesenansturm. Sensi, das wächst gerade so ein. Jeder, der wo das kennt oder die, wo das auch schon kennen, das macht so süchtig. Es gibt so viele neue Sachen, man will immer noch mehr haben und man verschenkt es dann auch immer. Oder wenn Besuch kommt, man kommt ins Gespräch. Jeder macht dann gerade immer seinen Shopping-Link. Also wer da wieder einen eigenen Shopping-Link zum Sammeln haben will, rentiert sich gerade total, weil jetzt hat eh dann so die Weihnachtszeit kommt, wo alle bestellen wollen. Wenn ihr dann Besuch kommt und die dann immer fragen, oh, das riecht so gut, dann könnt ihr sagen, ah, ihr habt einen Shopping-Link, da kann ich gleich bestellen, da kriegst du das her und ihr könnt es dann sammeln. Und ab 295 € kriegt ihr schon die ersten halbe Preisartikel, bekommt 10% vom Umsatz, also bei 300 € bekommt ihr schon 30 €, wo ihr kostenlos aussuchen könnt. Und dann könnt ihr ja mal für 30 € gleich mal Düfte, eine Seife oder alles Mögliche könnt ihr euch dann raussuchen oder eine Wandsteckerlampe oder halber Preis, irgendeine große, tolle Lampe, wo euch super gefällt, zum halben Preis. Also ist richtig mega. 90 Tage kann man es laufen lassen, also 3 Monate, Oktober, November, Dezember. Perfekt. Also wer da noch einen Shopping-Link will, schreibt mir gern, meldet euch bei mir. Genau, also mega. Winterberry Apple Tea. Uns passiert nichts. Also wenn ihr das nicht zusammenkriegt in den 3 Monaten, dann passiert nichts. Aber dann habt ihr es probiert und im besten Falle könnt ihr euch beschenken lassen und tolle Sachen raussuchen. Dann war dabei eine Seife und zwar die Bright Cider Life. Und das ist mit dem Duft würzige, frisch geerntete Apfelwein, Kürbis und roter Apfel. Da ist so ein Ding, weil ich das mal aufmachen. Kann man schlecht lesen. Also, frisch geernteter Apfelwein, Kürbis und roter Apfel ist diese Seife. Ihr braucht es nur ganz wenig. Da kommt nur so ein Mini-Ding raus und das hält euch ewig. Die Seife, die riecht ewig lang, die pflegt die Haut. Es ist vegan. Also es ist super top. Also, ich verschenke die voll gern, die Seife. Und jeder, der wo die hat, der ist eigentlich voll zufrieden. Der Duft ist jetzt nicht so meins. Ich liebe andere Düfte. Da habe ich mir auch den Blue Agave im Kult und Blue Grotto. Oh, ich liebe diese tropischen, diese fruchtigen Sommerdüfte. Oh, ich liebe das so. Und ich habe jetzt eine Winterberry Apple Tea, genau. Also als Weihnachtsduft, als Seife, das ist auch mega. Oh, das riecht so gut und das riecht ewig lang. Selbst wenn ich bei mir im Geschäft mit einer anderen Seife wasche, rieche ich noch den Duft von der Sensi-Seife. Das ist echt geil. Also super. Mega, kann ich euch nur empfehlen. Dann ist noch eine Duftblume dabei. Hey, was macht sie da für einen Krach? Und zwar Toasted Acorn und Oak. Das ist von der Herbstkollektion, also es ist immer saisonal. Ihr habt dann die Duftblume von der Herbstkollektion, die gibt es auch nur limitiert, solange der Vorrat reicht. Und welche Blütenform hat das? Buttercup Bell ist die Rosenform. Es gibt die Dahlienform und das ist super tolle Geschenke. Die kannst du euch auch mal auspacken. Also es ist auch schön, ihr könnt es so schön einpacken. Oder auch mit der Seife oder so dazu. Also es ist eine schöne Geschenkidee. Oder mit dem Scentsircle auch noch mit dazu. Also es ist echt schön. Ich kann es euch mal zeigen. Da ist immer so ein extra schöner Schmuckring. In Silber verchromt so zum Drauftun, weil es kommt ja mit in so einem Flakon. Genau, und da wird das Schwarze abgeschraubt und dann habt ihr den schöneren hier oben drauf. Die Folie könnt ihr hier ganz leicht abziehen, also so ein Klebeband, nachher ist das weg. Ihr könnt da selber ein schönes Glitzerband außenrum machen. Ihr könnt es einfach neutral in diesem Glasoptik lassen. Ihr habt viele, wo schon so ein Holzbrettli drunter haben und das hinstellen, das schaut voll gut aus. Oder diese Spiegel in rund oder viereckig, wo man die draufstellen kann, schaut richtig schön aus. Oder auf so Tabletts, so größere, das kann man so schön mit rein dekorieren. Und im Gästeklo habe ich die immer, weil oft hat man da nicht so die Steckdosen. Man kann das super gut verschenken. Und das ist halt einfach mal was anderes. Nicht wie diese Stäbchen daraus, sondern es schaut echt schön aus mit so einer Duftblume. Also die ist handgefertigt, handgebunden. Das ist ein Naturprodukt und biologisch abbaubar. Und das ist so aus Solarholz. Also das ist so Gestär, so trocken, ich kann es mal rausholen. So, das hat diese Rosenform. Seht ihr das? Die Rosenblüte, und das kommt dann einfach, also hier das Abschrauben, also zuerst aufmachen, abschrauben,
den Ring drauf und dann kommt die Duftblume so rein. Genau, und es schaut echt schön aus. Also ich kann euch auch mal meine zeigen, wo ich ein Gästeklo habe. Das ist die Dahlienfarbe, wo es ist, ne? Ja, ich bin auch online. Und zwar, die saugt sich dann hier voll, also mit diesem Duftöl. Und ihr habt da bis zu 60 Tage habt ihr Duft. Ich sage aber, ihr habt es deutlich länger. Also Sensi sagt 40 Tage. Aber ich finde, ich habe hier auch dieses schöne Glitzerband gemacht. Seht ihr das? Wie das glitzert? Also da kann man so selbstklebendes Glitzerband einfach hinmachen. Da zieht man nur die Folie ab und klebt das dann so hin. Voll gut. Und das schaut echt voll schön aus. Ich habe dann auch so einen Untersetzer, wo ich es drauf tue. Also im Gästeklo habe ich so ein Holzding. Da habe ich hinten so eine grüne Pflanze, so ein Holzding und dann das so drauf. Und sonst habe ich meine kleinen Spiegeldinger, wo ich es dann da drauf stelle. Es schaut voll schön aus. Und da habt ihr halt einmal die Dahlienform. Ihr seht schon, wie das die Farbe ändert, wenn das so voll gesogen wird. Und das ist ein Einmalprodukt. Das fragen nämlich viele auch immer. Also die kann irgendwann nicht mehr einsaugen. Man braucht das komplett neu dann. Ich hebe die dann nochmal auf. Ich habe da auch schon mal einen Kugelschreiber rein als Deko. Oder wenn es so, das trocknet ja dann wieder aus. Ich nehme das einfach zum Dekorieren her, das Glas dann. Und tue das dann immer mit. Wohin dekorieren als weggeschmissen, habe ich da noch nie was. Genau, ich finde 4 Monate bis halbes Jahr hat man da locker was. Kosten tut die eigentlich normalerweise 22,75, wenn ihr die holt. Oder im Sparangebot, wenn ihr 3 Stück holt, spart ihr euch 3 Euro. Genau. Könnt ihr euch aber auch über Prämien raussuchen, wenn ihr was zum halben Preis sucht. Könnt ihr auch das Dreierangebot von der Duftblume nehmen und die zum halben Preis. Also ihr spart erstmal die 3 Euro im Dreier-Set und dann da davon nochmal der halbe Preis. Und dann habt ihr da echt günstig. Man zahlt, ich glaube, 11 Euro für eine Duftblume und das ist super zum Verschenken. Mindestens 60 Tage, also 2 Monate locker. Wenn man dann denkt, wenn man einen Blumenstrauß mal kauft, man hat dann nur eine Woche was davon und da zahlt man auch schnell 20, 25, 30, 40, je nachdem, was ein Blumenstrauß das ist. Und ich finde das super tolle Geschenkidee und super Tipp. Also kann ich euch nur empfehlen. Genau, und es ist auch schön verpackt. Also, und bis jetzt jeder fand die mega, diese Duftblume, der wo die gehabt hat. Und es ist ein Naturprodukt, ich kann es euch auch mal zeigen. Hier, also da, warte. Da ist so ein brauner Fleck zum Beispiel. Also es ist Solarholz, es ist ein Naturprodukt. Das kann immer sein, dass da irgendwo mal ein Punkt oder irgendwie was ist, weil es halt einfach Naturprodukt ist. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Also man sieht es so nicht, aber wenn man halt so innen reinschaut, warte, hier, da dran, genau, aber sonst sieht man das eben nicht. Nur, dass ihr das Bescheid wisst, das ist ganz normal, das gehört so, weil es halt einfach naturproduktisch. Aber ich finde das super, ich verschenke die so gern, weil du einfach richtig lange was davon hast, man braucht keinen Strom, das kann jeder wohin stellen und es ist einfach mal was anderes. Also ich verschenke die total gerne und die wird auch gern nachgekauft, die wird gern zum Verschenken verkauft, also kann ich euch nur empfehlen. Und die gibt es dann nur in diesen Bestseller-Düften, also so die hauptsächlich die Bestseller-Düfte, da macht man nie viel verkehrt. Da ist eine kleinere Auswahl, als wir sonst von den Düften haben, wenn wir mehr über 80 Düfte und da sind es glaube ich so, ja wie viele Düfte sind es, so 12 Düfte oder so, aber da sind so diese Top-Bestseller, wo man eh nicht so viel verkehrt macht, also richtig schöne Geschenkidee. Genau. Dann haben wir noch den Cheerful Celebration. Das war dieser, was war das? Das war dieser fruchtige Duft, ich glaube so Himbeere mit so einem Spritzer Zitrone, wo so erfrischen, ja genau, dieses fruchtig erfrischende, prickelige, das prickelt so. Oh, genau. Aber war das da auch noch mit Prosecco drin? Ich weiß gleich gar nicht mehr. Also das ist so wie Mädelsabendduft. Ein Duft, wie wenn man Mädelsabend hat. Ja. Cheerful Celebration. Der ist auch richtig lecker. Der wurde ja auch oft gekauft jetzt. Also wer so Mädelsabendduft mag, Cheerful Celebration. Dann gibt es immer noch den Duft des Monats. Also der nächste Duft des Monats, die Vorschau, also von diesem aktuellen Monat. Und zwar ist das der Fairy Tale Pumpkin. Jetzt muss ich euch gestehen, ihr habt die Beschreibung gelesen, es war irgendwas mit Lakritze und Kürbis. Und da denke ich, oh,
Um Gottes Willen, das bestelle ich mir nicht. Weil wir können das ja immer vorbestellen, immer am 10. vom Monat können wir das vorbestellen, aber nur im 6er-Pack. Das heißt, ich hole da so ein 6er-Pack, kostet ja 42,50 und ja, einfach so zum Verschenken für Duftproben. Da geht der Duft, oh Gott, den hole ich mir diesmal nicht. Wenn, dann hole ich mir eine Packung Bar. Ich glaube, ich habe letztens eine Packung Bar mal bestellt. Und eine wollte es eben bestellen. Ich gesagt, hast du den Duft da? Und er sagt, nee, ich glaube, das ist nicht mein Fall. Eigentlich sollte ich trotzdem vielleicht mal eine Packung holen, gell? Weil es mag ja jemand anders gerne. Und sie gesagt, bestell mir den mal mit. Und er dachte, okay, bestelle ihr einen und ich bestelle einen für mich. Jetzt habe ich endlich den Duft des Monats auch da und kann mal riechen. Mein Mann hat vorher schon gekocht und hat gesagt, boah, der riecht aber gut. Und er sagt, das ist, weil aber mit, aber er mag Lakritze. Obwohl es nur ein Hauch Lakritze ist. Aber ich rieche diesen Kürbis gar nicht so raus. Das riecht eher wie so ein Duschgel-Duft, so ein Männer-Duschgel. Also der riecht überraschend angenehm. Das würde mich jetzt schon interessieren, wie die genaue Duftbeschreibung ist, aber. Also kalt riecht er gar nicht so schlecht. Also eher ganz angenehm und so ein bisschen in die maskuline Richtung. Müsste mal riechen, wie der dann warm ist, wie er sich dann so entfaltet. Also da bin ich gespannt, den werde ich auf alle Fälle mal austesten. Fairy Tale Pumpkin, den gibt es jetzt aktuell minus 10% Rabatt diesen kompletten Monat. Er zahlt anstatt 8,50, 7,65 für so eine ganze Packung. Also wer den mal austesten will, am Montag mache ich nochmal eine Sammelbestellung um 20 Uhr, weil da kommen ja die Sachen zurück von Marvel. Der Groot, oder wie man den ausspricht, als Buddy und auch als Sandpack. Dann kommt noch, das kommen mehrere Sachen, genau, die von Villains, diese Bösewichtlampe gab es dann nochmal eine neue, mit rundherum alle Bösewichten, wo man überall drehen kann, welche Richtung man will, so eine große wie eine Laternenduftlampe. Dann gab es noch den Duft dazu. Und was wollte ich mir denn da noch bestellen? Was kommt denn da noch? Ah, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Aber da kommt nochmal irgendwas. Was war es denn? Ah, die Kombi, Clean und Kombi-Angebot, genau. So ein Dreier-Set mit Spülmittel, Sprühreiniger und Seife für nur 37 oder 35, ich glaube 37 € als Sparangebot in zwei richtig geilen Herbst-Duftrichtungen und ich liebe das. Das heißt, ihr kriegt ja das Spülmittel, das schäumt richtig, das macht das Geschirr richtig sauber. Es gibt ein ganz angenehmes Gefühl beim Spülen auch für die Haut, also das ist ganz angenehm zart. Sprühreiniger, also ich habe den Counter Clean, ich benutze den nur noch für alles, für alle Oberflächen, für alles, weil er macht jedes Mal eine schöne Schutzschicht, das glänzt, das schaut toll aus, man fällt weniger Staub und Schmutz an, also da bin ich total begeistert. Ich habe den Badreiniger auch, aber ich benutze ehrlich gesagt den Counter Clean auch fürs Bad und für alles, also weil ich liebe den und das macht so viel Spaß, weil die Düfte so geil sind. Also ich habe Lemon Squeeze und Johnny Appleseed. Die zwei sind meine Lieblingsdüfte. Johnny Appleseed, boah, das riecht wie im Obstgarten, wie im Frühling. Ich habe hier immer einen Frühling, wenn ich putze. Also das ist wie in so einem Obstgarten, wenn es sitzt. Also das ist Hammer. Und der Lemon Squeeze ist so Zitrone mit Vanille. Also der riecht richtig. Das ist Hammer. Also da putze ich so gern, sogar mein Mann. Der nimmt das mit. Wir machen die Cockpit sauber. Er macht im LKW dann auch das alles sauber. Der macht die Felgen sauber. Er macht sein Fahrrad sauber. Mein Kleiner macht den Drehtraktor. Der macht sogar Siku-Autos mit dem sauber. Aber der ist super für alle Oberflächen. Ich liebe das. Also da bin ich ja gespannt, wie der ist. Der riecht jetzt nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Also ich habe gedacht, das ist so ein Duft, aber überraschend gut, ja, siehst du. Also hätte ich mal früher gleich mal einen bestellt. Und dann ist noch einmal Pots drinnen. Dann ist leer. Aber seht mal, wie viel da drinnen war. Und zwar in dem Duft Appleberry. Apfelbeere, oh, das klingt schon mal gut für mich wieder. Oh ja. Fruchtig, bärig, fruchtig, bärig, intensiv, hätte ich jetzt auch gesagt. Also nicht nur so ein zarter Duft. Oh ja, immer wieder neuen Duft. Schön. Appleberry. Also ich liebe ja nur den Berry Blast noch mehr. Also der Berry Blast ist super. Hi Sabrina. Hallöchen. Oh, aber der Appleberry ist auch lecker. Der ist auch mehr apfeliger dann. Und der Berry Blast, ja, ist klar mehr, noch bäriger, aber der ist so apfelbärig. Was ist denn da auch drauf? Da sieht man dann auch immer, was so drauf ist. So Apfel, irgendwas Blumiges vielleicht noch. Ja, sollen wir gucken.
Also richtig lecker. Und wenn ihr das seht, also da war echt das mit drinnen. Einmal Seife, einmal Pots, einmal eine Duftvorschau von dem nächsten Duft des Monats. Dann nur eine Duftblume und nur den Winterberry Apple Tea Scent Circle. Also richtig mega. Habt ihr wieder eine super Ersparnis gehabt. Also da kann man echt nichts sagen. Nee, super. Schön. Und ihr habt immer eine Überraschung zum Auspacken. Genau, dann war es das von mir. Ich verräume jetzt noch meine Sachen hier, beziehungsweise ich sehe der Sensi Club aber von meinem Mann. Also eigentlich, das ist auch alles für mich. Wir haben es auf zweimal aufteilt. Genau, weil ich war da eh über 160, 180, 200 Euro. Und dann denke ich, bist ja eigentlich blöd, weil ab 85 Euro kriegst du einen halben Preisartikel. Und so habe ich ja nur einen halben Preisartikel. Und so habe ich es auf zweimal. Nein, zweimal einen halben Preisartikel. Und dann ist es noch umso besser. Genau. Gut, dann war es das von mir. Und ich gucke mal am Montag, was achso, das Kling-Kombi-Angebot war es noch, genau. Und dann das von Marvel und dann das mit diesem Disney, mit diesen Bösewichten. Jetzt bin ich dann fertig, mein Schatz. Könnt schon mal Zähne putzen gehen. Ist schon spät, gell? Twiggy, die Schildkröte. Gell? Na gut. Duftet nach Zitrone. Duftet nach Zitrone, genau. Sankes Zitrus. Ja gut, dann war es das von mir. Danke fürs Zuschauen und ja, morgen bin ich arbeiten. Von 12 bis um 9 bin ich eh weg im Lidl. Und dann. Und dann tschüss! Tschüss und am Sonntag genießen wir nur das Wochenende als Familie zusammen. Also ist Wochenende ein bisschen ruhiger. Aber ihr könnt gerne nur durchstöbern, wenn ihr noch was wollt. Einen Shopping-Link braucht für Montag 20 Uhr, kommt das alles mit Warteschleife zurück. Ich mache nur eine Sammelbestellung, wer da gerne was möchte. Oder von den Adventstürchen, wer da noch was will. Oder schreibt mich da gerne an. 8 oder 9 Adventstürchen sind schon weg von 24. Genau, da bestelle ich dann am 18. oder am 20. rum, bestelle ich dann das alles für die Türchen. Es dauert dann 2 Wochen, bis es zu mir kommt. Verpacke ich das alles schön und dann wird es zu euch losgeschickt oder abgeholt, vorbeigebracht, je nachdem, wie weit ihr weg seid. Ja, dir auch schönen Abend, Sabrina, rein. Und genau, wer dann irgendwie was Fragen hat oder irgendwas wissen will, gibt mir gern Bescheid. Und ja, genau. Und die Lieferzeiten sind gerade so eher 2 bis 3 Wochen. Also rechnet es mal lieber mit 3 Wochen mehr, bis es dann da ist. Ja, falls ihr nämlich irgendwas braucht, dass ihr da einfach rechtzeitig bestellt und da guckt. Genau. Und sonst könnt ihr, wie gesagt, unter sabineswohlfühldüfte.sensi.de gucken und stöbern. Wir haben nur Herbst-Halloween-Kollektion da. Wir haben nur von Bugs Bunny diese Kollektion da. Wir haben die Muppets noch da. Von der Glamorous You-Kollektion war was da. Von der Happy New Home. Genau. Whiffbox, neue Duft des Monats. Es gibt ganz viele neue Sachen schon wieder. Und ja, guckt einfach gern mal durch. Und ja, dann macht es gut. Tschüssi. Bleibt gesund vor allem. Gerade bald sind sie alle krank, alle herrscht dann Schnupfen, Erkältung, alles. Also bleibt gesund, jetzt geht's wieder los. Und habt ein schönes Wochenende. Bis dann.